FFH Tippspiel. Der Fußball-Podcast. Letzte Folge vor der Sommerpause. Michael Maxen hier, hallo. Und an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön für alle von euch da draußen, die hier regelmäßig zugehört und eingeschaltet und unseren Wahnsinn mitertragen haben. In dieser letzten Folge habe ich nochmal zwei tolle Gäste. Wir küren heute den wohl vorzeitigen Gewinner unserer Tipprunde, Daniel Granitzny. Wie ist sein Tipperfolgsgeheimnis? Wie hat er das gemacht diese Saison? Und Eintracht-Legende Jan-Orge Fjørtoft ist am Start, der Kult-Norweger, der die Eintracht ja einst mit seinem Übersteiger gerettet hat. Diese 5-1 oder diese Mirakel, was wir damals gemacht haben in 1999. Für mich ist das Fußball und natürlich für mich war der Übersteiger ein Riesenhöhepunkt. Warum Jan-Orge Fjørtoft übrigens trotz der Krise noch an einen Eintracht-Sieg im letzten Spiel gegen Freiburg glaubt, ihr hört es hier. Der Fußball-Podcast. Exklusiv bei FFH. Er war mein Gast in der ersten Folge und er ist es auch in der letzten Folge. Daniel Granitzny aus dem Rhein-Main-Studio. Grüß dich, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Klar, wir müssen dich ja hier heute begrüßen, denn du bist ja quasi, du bist der FC Bayern des Tippspiels. Ich würde sagen, du triffst die Ergebnisse wie Lewandowski die Tore. Also man muss es sagen, du bist eigentlich der Gewinner dieses Tippspiels. Ich habe nochmal geguckt, du hast 31 Punkte Vorsprung. Boom. Lass uns an deinem Erfolgsrezept teilhaben. Was hast du dieses Jahr anders gemacht? Tatsächlich, die ersten Jahre war ich unter ferner Liefen. Jetzt habe ich ein hartes Trainingslager hinter mir, habe sehr, sehr viele Krafteinheiten gemacht, habe auch einen Mentalcoach dazu genommen. Ja. Und das hat mich auf Platz 1 katapultiert. Ja. Aber es ist ja schon auffällig. Ich habe nochmal geguckt, letztes Jahr bist du auf einem, ich möchte sagen, unspektakulären Rang 8 gelandet. Ja, Mittelfeld. Mittelfeld, ja, das war nicht mal Conference League. Ja, und dieses Jahr irgendwie bist du wirklich, also uns allen dermaßen enteilt, dass seit Wochen irgendwie eigentlich klar ist, wenn du nicht vergisst zu tippen und die normalen Tipps machst, dass da eigentlich nichts mehr geht. Also ja. War da einfach Suff bei oder hast du irgendwie deine Strategie geändert? Ich heiße ja nur der FCB, von daher der Name verpflichtet natürlich. Nee, keine Ahnung. Natürlich ist immer ein bisschen Glück dabei und so einige Ergebnisse, an die ich mich erinnere, die sind tatsächlich so in der Nachspielzeit dann noch richtig geworden und dann pusht man sich so ein bisschen und dann freust du dich und dann machst du dir nochmal einen Gedanken mehr vielleicht und dann hat das irgendwie hingehauen dieses Jahr. Also ich freue mich sehr und habe das von vorne solide weggespielt. Ja, das muss man so sagen, ja. Gut durchrotiert und ja, die Kräfte gut verteilt. Ist so. Aber weil du brauchst einen breiten Kader. Ja. Es ist eine lange Saison und dann musst du natürlich auch über die Qualität, aber auch über die Quantität kommen. Weil du es übrigens gerade wieder sagst, mit einem Tor in der Nachspielzeit, man wird ja auch immer so psycho. Ich bin im Moment Fünfter und es geht ja um jeden Platz. Ja. Ja, es geht ja um jeden Euro in diesem Tippspiel. Du bist noch im Geld. Ich bin im Geld, absolut. Und Kollege Jonas Drubel, mit dem bettel ich mich gerade so ein bisschen, so um 5 und 6. Und da hatte ich gesehen, der hatte auf einen 3:0 Auswärtssieg von Dortmund in Mainz mit Joker getippt. Wie ärgerlich. Und wer macht das 1:3 in der Nachspielzeit? Die Mainzer. Auf! Elfmeter. Du hast mit Videobeweis und allem. Da zittert man richtig mit bei 0:3. Du hast noch nie einen Elfmeter so herbeigesehnt wie diesen. Den hab ich gern mitgenommen. Ja, gut. Ja, aber es ist lustig, wie man sich dann so reinsteigert und auch während der Spiele auch immer mal guckt, was haben die anderen so? Ja. Bin ich noch dabei? Kann ich noch? Mach übrigens, ich noch? Ich mich mega aufgeregt. Ich 1:0 Augsburg gegen Bremen getippt, dann kriegen die noch diesen Elfmeter in der Nachspielzeit. Unnötig. Und ich so, bitte verschieß ihn, bitte. Auf, Pavlenka, hol dir das Ding, ja? Aber naja, gut. Also, gut, also dann tippen wir heute, wie gesagt, ein letztes Mal vor der Sommerpause, dann ist auch Podcastpause und wie immer haben wir auch heute einen Promi-Tipper mit am Start. Granny, dein erster Gedanke bei Jan-Orge Fjørtoft. Ah ja, 5-1, Übersteiger, Herzinfarkt im Rhein-Main-Gebiet bei allen Frankfurt-Fans, einer der dramatischsten Abstiegskämpfe, die es, glaube ich, jemals in der Bundesliga-Geschichte gab. Und es ist gut ausgegangen für die Eintracht. Er sieht's ähnlich. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn die Leute über diese 5-1 oder diese Mirakel, was wir damals gemacht haben in 1999. Für mich ist das Fußball. Fußball sind die Erlebnisse, die wir zusammen haben. Und ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn wir über das reden, weil ich glaube, das gibt uns Hoffnung, dass alles ist möglich in Fußball. Wir haben 4 Spiele hintereinander gewonnen und dann 5-1 gegen Kaiserslautern damals, alle Klasse-Tore. Und natürlich für mich war der Übersteiger ein Riesenhöhepunkt.
Ist echt krass. Ist auch, also wenn ich an Fjørtoft denke, denke ich sofort an diesen Übersteiger. Ja, ja. Damals haben wir noch kürzere Haare gehabt und so, aber diese Mirakel, die wir früher gemacht haben, dieses Wunder. Ja, mit Fjørtoft hätte sich die Eintracht gegen Schalke nicht blamiert. Ja? Gut, da sprechen wir gleich noch rüber. Dann fangen wir an mal mit den Tipps. Du bist, wie gesagt, haushoch führend Erster. Ich bin Fünfter, kämpfe, wie gesagt, um jeden Platz und jeden Euro. Chronologisch durch. Ja. Wir fangen an. Köln gegen Schalke. Ja, ist ja direkt ein Knaller, was den Abstiegskampf betrifft. Total. Zumindest für Köln. Köln muss gewinnen. Ja. Köln muss gewinnen, alles andere macht keinen Sinn, sonst steigen die ab. Ich habe Friedhelm Funkel nach dem Spiel in ein, zwei Interviews gesehen. Der ist extrem optimistisch, auch kommen wir ja gleich noch zu den anderen Partien, weil die anderen Partien für die Mitkonkurrenten Bielefeld und Bremen schon auch tricky sind. Und so blöde, wie sich's anhört, Köln hat, obwohl sie aktuell abgestiegen sind, eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, diesen Platz zumindest noch zu verlassen, vielleicht die Relegation, vielleicht sogar ganz retten. Ich glaube, Köln gewinnt dieses Spiel gegen Schalke mit 3-1. Schalke jetzt, klar, wir sprechen gleich noch drüber, über das Spiel gegen die Eintracht. Das war für mich ein positiver Ausrutscher. Das ändert nichts daran, dass die Schalker eine ganz schlimme Saison spielen. Und Köln wird alles reinsetzen und heiß und gallig sein und den Platz umflügen. Hector ist auch wieder zurück, ganz wichtiger Mann im Mittelfeld. Ja. Die haben sich gegen die Hertha jetzt 0-0 ermauert. Die gewinnen 3-1, die Kölner. Gut, ich sage auch, dass Köln gewinnt. Ich habe 2-1, so einen richtigen Zittersieg, der am Ende über die Spielzeit dann getragen wird. Aber ich glaube auch, dass die gewinnen. Dann bleiben wir mal direkt im Abstiegskampf und machen weiter mit Stuttgart gegen Bielefeld. Ja, Stuttgart hat noch die Chance auf Platz 7. Das ist ja dann seit dieser Saison dieser Euro-Conference League. Aber übrigens nur mal so, weißt du, wie viel Geld die Conference League bringt? Nee. 7 Millionen Euro. Ja. Das ist also verdammt viel Asche in Corona-Zeiten. Absolut. Alle sagen immer Conference League, kein Bock und überhaupt. Ja. Aber wie viel Kohle bitte ist 7 Millionen? Ein absolut großer Anreiz, gerade für Mannschaften wie Stuttgart, wie Freiburg, Union Berlin. Ja. Also diese Mannschaften, die da eher so ein bisschen überraschend die ganze Saison sich rund um diesen Platz positionieren, ist es unfassbar viel Geld. Auf der anderen Seite kenne ich auch viele, die nicht zu Unrecht sagen, Doppelbelastung. Ja. Und dann reist du da, wann spielen die auch donnerstags? Keine Euroleague? Ahnung. Weiß niemand, weiß der UEFA-Boss glaube ich selber noch nicht, Dienstag wann die spielen. Dienstagvormittag, 12.30 Uhr. Da reisen die da irgendwie nach Lettland, Estland, weiß der Geier, wer da alles mitturnt und hast natürlich auch Reisestrapazen, hast den einen oder anderen Verletzten. Und wenn du dann mal eine Saison spielst, die nicht so dolle läuft, und das ist ja bei Mannschaften wie Stuttgart und Freiburg absolut logisch möglich. Dann ist das eine Belastung, die dir wehtut. Aber die Kohle, glaube ich, nehmen sie gerne mit. Ich sage, Stuttgart gewinnt genau wegen dieses Ziels, das sie jetzt noch haben, 2-1 und stößt Bielefeld damit in große Nöte. Auch da habe ich einen Heimsieg von Stuttgart tatsächlich. Ich habe auch irgendwie überlegt, aber ich weiß nicht, irgendwie ich traue den Bielefeldern da nicht im letzten Spiel. Ich habe 2-0 Stuttgart, weil irgendwie, die haben jetzt ja auch dann in Gladbach wieder gewonnen und also irgendwie, ist ja auch eine junge Truppe. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine, wir lassen es auspendeln Truppe, sondern die wollen schon noch auch. Ja, glaube ich auch, ja. Genau. Und Bielefeld, das muss man aber auch mal fairerweise auf der anderen Seite sagen, Chapeau, super Saison, dass die am letzten Spieltag mit diesem Kader und mit den Voraussetzungen die Chance haben, aus eigenen Kräften, die Liga zu halten. Also da reden wir nicht mal über Relegation. Die wissen, wenn wir gewinnen, sind uns die anderen Plätze egal, dann sind wir gerettet. Und das ist bemerkenswert. Mit dem Etat, mit dem Spielermaterial im Verhältnis zu den anderen, großen Respekt, dass die, also hätten sie unterschrieben, wenn sie am letzten Spieltag noch diese Chance gehabt hätten. Laut meinen Tipps wird Bielefeld auch nicht direkt absteigen, denn wir kommen zum nächsten Spiel, Bremen gegen Gladbach. Ja. Laut meinen Tipps steigen sie trotzdem ab. Also die Bielefelder. Ja. Ich tippe nämlich Bremen in die Relegation gewissermaßen. Bremen, Gladbach 1-1. Gladbach ist eigentlich durch die Saison, spätestens nach dem Rose-Transfer zu Dortmund, ging das böse bergab. Die lassen ausklingen und auch wenn die noch um Platz 7 spielen wie Stuttgart, traue ich den Bremern diesen Punkt zu, der ihnen dann nach meiner Tipperei für die Relegation reicht. Also ich habe nochmal geguckt. Bremen hat seit 10 Spielen nicht gewonnen. Ja. Jetzt kommt Thomas Schaaf, den kennen wir ja hier auch noch aus Frankfurter Zeiten. Und es ist ein, glaube ich, ein absoluter Fachmann, ein absoluter Experte. Ja. Aber was mir bei ihm fehlt, ist, er ist jetzt nicht der, der die jetzt alle mitnimmt und bei der Ehre packt und Leidenschaft. Und der macht die jetzt so heiß, dass die mit dem Messer zwischen den Zähnen da rausgehen. Sondern der ist eher so der
ja, der kühle Norddeutsche, der Analytiker, ja, der was ja auch nicht Typ immer schlecht sein muss. Aber ich frag mich, ob Bremen jetzt nicht eigentlich eher den Peter Neururer bräuchte für ein Spiel, der die so heiß macht, oder Christoph Daum, der den sonst was erzählt. Ich glaube, dass Bremen diesen Trend nicht gestoppt kriegt und auch gegen Gladbach mit 1:3 verlieren wird. Und dann das würde bedeuten, direkt absteigt. Weil Köln wenn Köln gewinnt, dass sie runtergehen. Ja, ich finde auch, also ganz, ich finde den Kofeld super, ist ein geiler Trainer und der wird auch seinen Weg gehen und ich glaube, der wird auch sich verbessern bei seiner nächsten Trainerstation. Mhm. Also sind ja einige Vereine, die durchaus noch Mannschaften oder Trainer brauchen. Frankfurt, Leverkusen, Wolfsburg wahrscheinlich auch. Keine Ahnung, vielleicht landet er bei einem dieser Vereine. Den haben, glaube ich, schon viele auf dem Zettel. Aber so ganz nachvollziehen kann ich es jetzt nicht, vor dem letzten Spieltag den Trainer zu wechseln. Dann hätten sie es vor 3 Wochen machen sollen. Es ist zu spät eigentlich. Es ist zu spät. Dann hättest du noch einen Impuls gehabt für die letzten 3 Spiele. Gerade auch vielleicht vor dem Augsburg-Spiel, was ein absolutes 6-Punkte-Spiel war. Ihn jetzt rauszuschmeißen, 5 Tage vor dem großen Saisonfinale. Okay, vielleicht gibt es noch Relegation, wissen wir nicht. Aber finde ich zu früh und verfehlt dann auch den Effekt, ehrlich gesagt. Das Spiel hätten sie jetzt noch durchziehen und beten und zittern können, naja, dass es reicht wieder. Ja. Wenn Thomas Schaaf jetzt Gladbach 3-0 wegbombt und die direkt die Klasse halten, haben sie alles dann richtig bleibt gemacht. Da, dann bleibt er. Ja, gut. Also schauen wir mal. Ich bin gespannt. Aber Abstiegskampf wird natürlich super spannend jetzt. Das ist das Ding des Spieltages jetzt. Deswegen haben wir da jetzt auch drauf geguckt. Eine Mannschaft, die den Klassenerhalt jetzt schon geschafft hat, ist Hertha BSC. Die spielen in Hoffenheim. Ja gut, das ist so eines von mehreren Spielen. Traditionell ja am letzten Spieltag gibt es einige Duelle, wo es für beide um nichts mehr geht und dann macht die Tore auf, scheiß auf Verteidigen, wir laufen alle nach vorne und machen ein bisschen Sommerfußball. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt 3-1, die Hertha auch verletzungsgebeutelt und ich glaube, die haben richtig gesoffen da am Wochenende. Haben sie auch. Und, hast du Paul Dardai im Sportstudio gesehen? Nee. Paul Dardai hat im Sportstudio ein Interview gegeben mit Zigarre in der Hand. Echt? Er saß in so einem Stuhl, hat mit seiner Zigarre da und hat dann da einen erzählt, ja, alles super und toll und hier. Und da habe ich übrigens auch wieder gedacht, da kommen wir gleich zu, Hertha BSC ist mit einem Todesetat und Spielertransfers des Irrsinns in diese Saison gestartet. Die schaffen es, am vorletzten Spieltag die Klasse zu halten und feiern, als wären sie Meister geworden, während ein Verein bei uns im Sendegebiet in die Euroleague kommt und man das Gefühl hat, irgendwie ist es alles vorbei. Liegt alles Es liegt alles im Trümmern, nur Fünfter. Das kann nicht sein, aber müssen wir gleich noch drüber reden. Ich tippe, dass Hertha BSC sich in Hoffenheim noch ein 1:1 ergaunern wird, weil Paul Dardai mit Zigarre in der Hand gesagt hat, er möchte unbedingt jetzt diese Serie ausbauen, damit sie irgendwie mit Sie haben jetzt auch ein paar Spiele in Folge halt nicht verloren, so in die neue Saison gehen. Der Big City Club. Deine Bayern sind schon Meister, spielen zu Hause gegen Augsburg. Das ist das Abschiedsspiel von Hansi Flick in der eigenen Hütte, wo leider außer des Staffs niemand sitzt. Der Torrekord von Robert Lewandowski soll nicht nur egalisiert werden, wurde er ja schon, sondern er soll fallen. Bayern haut die Augsburger, die übrigens auch besoffen sein werden, noch immer, hauen die 4-0 weg. Ich glaube, das wird eine ganz klare Geschichte. Ich habe 3-0 getippt. Aber Lewandowski halt schon cool, ne? Der wird das schon schaffen, denke ich jetzt. Sein T-Shirt dann schon vorbereitet. Ach, Gerd Müller forever. Da hatte ich wirklich Gänsehaut. Ja, es war ein Elfer, ein relativ unspektakuläres Tor, aber tolle Geste mit diesem T-Shirt. Gerd Müller werden wir als Bayern-Fans alle nicht vergessen und wurde ja an diesem Wochenende auch schon mehrfach gesagt von vielen Experten, ohne Gerd Müller wäre Bayern München nicht zu diesem Verein geworden, der sie sind. Der Bomber. Und der Bomber der Nation, die Tore und die Emotionen, die damit verbunden sind, sind unvergessen. Und auch wenn der Robert das Samstag verbessern wird, diesen Rekord, wird das nichts daran ändern, dass Gerd der Größte war für diesen Verein. Ja. Aber ich glaube schon, der wird sein Tor da noch machen. Der ist gierig, der ist hungrig und die legen die werden, dem jede Pille sagen, auf der Linie Die werden quer. Das Ding noch einmal querlegen, damit er Hast du gesehen, was er gegen Freiburg verballert hat auf klar. der Torlinie? Ja, logisch. Also da hat Gerd mitgemacht. So, Dortmund ist mega drauf, Pokal gewonnen, Champions League eingetütet, jetzt Heimspiel gegen Leverkusen. Ich sag, das gewinnen die auch noch. Und das alles mit einem Co-Trainer. mit einem zukünftigen Co-Trainer. Mit einem Trainer, der möglicherweise nächste Saison auf der anderen Trainerbank sitzt, nämlich Weiß bei man Leverkusen. Alles nicht. Ich sag, geiles Spiel, Offensivfußball pur, 3-2 Dortmund. Ich habe 3-1 Dortmund getippt. Aber es ist in der Tat, also es ist ja schon wirklich eine krasse Nummer jetzt, ja. Also, der holt jetzt den Pokal, der führt die in die Champions League. Ja. Jetzt kommt dieser Rose, der mit Gladbach gar nichts mehr reißt, ja. Jetzt soll der Terzic wieder Co-Trainer werden. Unter Rose. Geht eigentlich gar nicht. Also nur mal so,
es wäre für Terzic blöd, aber es wäre ja auch für Rose und den ganzen Verein doof, weil wenn der Rose die ersten zwei Spiele verliert, wird es sofort wieder heißen, ja gut, aber definitiv. Ihr habt ja einen super Co-Trainer auf der Bank, der kann ja sofort übernehmen. Ist ja für den Rose auch scheiße. Es ist eine scheiß Situation und ich schwöre dir, wird dir so keiner ins Mikro sagen, aber die Dortmunder Bosse, die beißen sich in den Arsch, dass das jetzt, sag ich mal, so gelaufen ist. Natürlich, alle freuen sich und extrem wichtiges Geld über die Champions League, aber hätten die das nur im Ansatz gespürt, dass das so ausgeht, hätten die den Rose nicht geholt, sondern dem Terzic einen Vertrag gegeben und alles wäre gut gewesen. Im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer, aber das ist jetzt schon echt verdammt blöd gelaufen. Das ist extrem blöd gelaufen und ich finde auch, die Konstellation, so kannst du nicht durchziehen. So kannst du nicht in die Saison gehen. Da sind Querelen und Ärger und Probleme vorprogrammiert. Die Journalisten werden nicht locker lassen. Da geht der Haaland einmal im Training zum Terzic und hat eine Nachfrage und geht nicht zu Rose. Ja. Da machen die Zeitungen einen Riesenfass auf. Haaland redet nicht mehr mit Rose. Ohne Scheiß. Und das gibt Ärger. Das wird Ärger geben. Und dann fängst du mit einem geilen Kader, der durchaus ja der Hauptkonkurrent für Bayern um die Meisterschaft ist. Wenn Haaland bleibt, vielleicht Sancho bleibt. Wenn die jetzt Blut geleckt haben, dann holst du dir direkt wieder zu Beginn der Saison Ärger ins Haus, der hausgemacht ist und das ist einfach unnötig. Ja. Weil du gerade eben noch gesagt hast, dass Terzic vielleicht nächste Saison auch bei Leverkusen auf der Bank sitzen könnte, fand ich ganz interessant. Das wäre auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mit Geschmäckle, weil weißt du, wer der beste Freund von Edin Terzic ist? Hannes Wolf? Absolut. Ja? Edin Terzic und Hannes Wolf fahren seit Jahren jedes Jahr zusammen in den Urlaub und sind Best Friends und Best Buddies und haben waren beste Freunde. Hannes Wolf ist das. Ich bin neuer Trainer von Leverkusen. Kann mein Co-Trainer werden, genau. Nee, ja, ich bin gespannt, aber also das wäre auch schon... Mal gucken. Und der Wolf hat ja Bock, da zu bleiben. Ja, klar, also der hat doch keinen Bock zum DFB jetzt wieder zurück. Der will natürlich wieder da bleiben, ja. Gut, so, dann kommen wir jetzt zur Eintracht. Die spielen gegen Freiburg. Wir berichten natürlich auch nochmal live vom Spiel. Es fällt mir irgendwie so schwer, die Eintracht mittlerweile noch einzuschätzen. Also ich hätte alles Geld der Welt gesetzt, dass die gegen Schalke gewinnen. Dann führen die 2-1, dann denkst du doch, jetzt haben sie es, so nach dem Motto. Um dann innerhalb von ein paar Minuten sich da drei Dinge einschenken zu lassen. Es ist spektakulär, wie wirklich die Ära vor Hütter und Hütter sagt, ich gehe zu Gladbach. Es sind zwei unterschiedliche Mannschaften. Ja. Man denkt jedes Mal, es sind Profis, sie wollen doch selber Champions League spielen. Sie spielen doch nicht für den Trainer, sondern auch für sich selbst. Aber es muss dermaßen was mit dieser Truppe gemacht haben, das gibt es nicht. Und genau das, was Rode ja auch sagt, das muss man dann so auch glauben aus dem Spielerkreis, dass das natürlich etwas mit der Mannschaft gemacht hat. Das sehen wir auch bei Leipzig nach der Nagelsmann-Entscheidung. Gladbach. Das sehen wir bei Gladbach mit der Rose-Entscheidung. Also ich bin voll dabei, die haben doch ein eigenes Interesse daran, nächstes Jahr gegen die größten und besten Mannschaften zu spielen und sich auf Top-Niveau zu messen. Und der Großteil der Leute bleibt ja auch da, da haben die ein eigenes Interesse dran. Vor der Hütter-Verkündung haben sie auch für sich gespielt und nicht nur für den Trainer. Aber irgendwas muss da innerhalb der Mannschaft passiert sein, ein Bruch, weil anders ist das ja nicht zu erklären. Fünf Spiele, jetzt nur noch vier Punkte geholt, davor waren sie die Raketentruppe. Sie haben vorher noch gegen Dortmund gewonnen und gegen Wolfsburg gewonnen. So. Dann hat Hütter gesagt, ich gehe und seitdem geht gefühlt nichts mehr. Und die Gegner wurden jetzt nicht stärker als die sie vorher geschlagen Augsburg, haben. Augsburg, Mainz, Schalke. So. Und, da holst du jetzt gegen Mainz und Schalke in den entscheidenden Momenten einen Punkt. Das ist leider unfassbar peinlich gewesen, was sich da Samstag abgespielt hat. Und in der Tat, wie du sagst, sie drehen das Spiel auf 2-1 und der normale Impuls dieser Saison war, dass Schalke auseinanderbricht. Mhm. Das dritte, das vierte kriegen Feierabend. Und genau das ist nicht eingetreten und da lässt du dich innerhalb von 10 Minuten gegen diese Hobbytruppe, muss man wirklich sagen, mit Nachwuchsspielern mit lässt du dich A-Jugendspielern so auffressen. Ja, genau. Und das ist unerklärlich. Und Rode hat es, finde ich, perfekt gesagt, man muss sich mal hinterfragen, was los ist, wenn eine Mannschaft, die noch in die Champions League kommen kann, weniger gierig auf den Sieg als ist, einer, der schon abgestiegen als ein fest ist. feststehender Absteiger. Mhm. Das ist erschreckend. Und ehrlich gesagt, Hütter und Bobic, ich finde die oder fand die geil und die haben immer ein super Bild abgegeben. Was sie in den letzten Wochen nach außen hin machen, ist wirklich sehr, sehr schlecht. Aber da gibt es ja auch richtig Stress jetzt. Also Axel Hellmann, der Vorstandssprecher der Eintracht, der hat die jetzt ganz klar kritisiert und gesagt, das geht so nicht, so nach dem Motto jetzt, ja toll, wir sind doch in der Euroleague, weiß gar nicht, was ihr alle wollt und mit uns hat das alles nichts zu tun. Die Schönrederei sei nicht angebracht, auch für den Zeitpunkt. Ne? Weil es halt einfach so eine unfassbar historische Chance gewesen ist für die Eintracht, die so leichtfertig jetzt vergeben wurde. Ja. Und ich glaube auch in den nächsten Jahren wird diese Chance in der Form so nicht wiederkommen. Weil 7 Punkte Vorsprung nach dem 8.
28. Spieltag. Ja, also sowas wegzugeben, die Konkurrenz hat mitgespielt und das ist mir dann auch zu dünn, wenn der Hütter sagt, naja, die Konkurrenz hat ja in den letzten Wochen auch stark gepunktet. Das mag sein, Dortmund hat alles weggeblasen, aber das hindert dich ja nicht daran, selber deine Hausaufgaben zu machen. Absolut. Und gegen Mainz und Schalke musst du 6 Punkte holen, in der Verfassung, in der du eigentlich bist und auf dem Platz, auf dem du stehst. Ja, oder mindestens 4. Oder und dann bist du ja 4. schon gut dabei, das reicht ja fast dann schon. Dann hast du noch eine Option, es am letzten Spieltag klar zu machen. Genau. Aber mit dem Restprogramm, das nicht zu schaffen und jetzt auch am letzten Spieltag nicht mal mehr die Chance zu haben, also das hätte ich auch niemals gedacht und ich glaube schon, dass da Hütter und Bobic auch leider einen sehr, sehr großen Anteil dran haben. Und wenn die beiden sich dann nach dem Spiel hinstellen und Platz 5 feiern und dass das ja alles Wahnsinn wäre, dann finde ich das für die Fans ein Schlag ins Gesicht. Gut. Also was tippst du denn trotz allem dann beim Spiel gegen Freiburg? Was wird das? Die Luft ist raus. Freiburg macht aber immer noch einen ganz guten Eindruck. Ich sage 2-2. Ich habe 1-1 getippt. Ja. Ich glaube auch. Schiedlich-friedlich, wie du sagen würdest. Schiedlich-friedlich. Der Silva macht vielleicht noch einen. Auch das geht völlig unter jetzt in diesem Negativstrudel. Er macht 27 Saisontore. Schnappt sich den Hölzenbein. Ja. So viele Tore hat noch nie ein Frankfurter Stürmer in der Bundesliga gemacht und das geht völlig unter. Der netzt ohne Ende und am Ende denkst du, die sind abgestiegen. Wie gesagt, von der Gefühlswelt, es ist schade. Hertha BSC Berlin fährt gefühlt mit Autokorsos durch Berlin, weil sie den Klassenerhalt geschafft haben. Die Eintracht wird Fünfte, hätte das vor der Saison einer gesagt, hätten alle gesagt, absolut. Wahnsinn, super absolut. Toll. Ja. Und jetzt gehst du mit einem richtigen Kackgefühl aus dieser Saison. Das absolut. Ist total schade. Ja. Union Berlin gegen Leipzig. Ja, ich glaube, Leipzig will den Nagelsmann auch nochmal gescheit verabschieden. Genau, auch so ist für es. Ihn ja das letzte Spiel. Und jetzt gestern kamen sie ja gut zurück gegen Wolfsburg, nach 0-2 noch einen Punkt geholt. Ich sag 2-1 Leipzig. Habe ich auch getippt. Genauso, dass ich sage, die wollen Nagelsmann zum Schluss. Aber seit Nagelsmann gesagt hat, er geht zu Bayern, auch gewinnen die auch nichts mehr gefühlt. Ja. Also es ist schon extrem. Mein Vater meinte, das wäre die Erkenntnis, man müsste... Wenn die sagen, sie gehen zur neuen Saison woanders hin, sofort entlassen. Sofort raus. Alles Lame Ducks. Ja. Ja gut, aber im Nachhinein hätte es was gebracht. Also es stimmt ja schon, ehrlich gesagt. Also bezogen auf diese kuriose Saison, also der ist es Eberl, tatsächlich so. Glaube ich, denkt sich innerlich schon, verdammt, hätte ich den mal direkt, dann wären wir hier ganz anders unterwegs gewesen. Ja, definitiv. Weil das ist so eine total verlorene Saison für die jetzt absolut. Auch. Die eigentlich auch geile Vorzeichen hatte. Du bist im Achtelfinale total. Der Champions League, du spielst eine Wahnsinns-Vorrunde, beziehungsweise Gruppenphase in der Champions League. Aber es gab auch nur noch dieses Thema Rose und nur Diskussion darüber und der Fans alle, der muss weg und Eberl hat an ihm festgehalten und es gibt dann halt nur Ärger und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, deswegen. So, und wir haben noch Wolfsburg gegen Mainz. Wolfsburg steht in der Champions League, Mainz hat die Klasse gehalten. Genau, auch ein Spiel, in dem es um nicht mehr viel geht. Ja, ich habe 2-0 Wolfsburg. Habe ich auch getippt. Ja? Habe auch 2-0 getippt. Dann hoffe ich mal, dass du weiterhin gut tippst, Kollege, weil dann bin ich auch ganz in gut in deinem dabei. Sinne. Genau. Ja. So, und in der zweiten Liga spielt noch Darmstadt 98 in Kiel. Die Lilien sind mal richtig gut drauf. Brutal. Dursun 4 Tore gemacht jetzt beim 5-1 gegen Heidenheim. Danach dann gesagt, dass er zur neuen Saison wechselt. Wir wissen noch nicht, wohin. Aber es war übrigens krass. Er ist dann nicht am Ende... Nicht nach Heidenheim. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Er ist nach dem Spiel, ich war ja im Stadion, ist nochmal so wie Franz Beckenbauer 1990 nochmal so verträumt über den Rasen gegangen und hat nochmal das alles auf sich wirken lassen. Leider halt auch wieder alles ohne Fans. Das ist halt blöd. Wollte gerade sagen, hat sich nicht die Standing Ovations nee, leider nicht. Lilien-Fans leider nicht, geholt. Genau. Ja, gut. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, vielleicht hat er dir das auch im Interview gesagt, keine Ahnung, er habe die 4 Tore geträumt. Ja, hat sie geträumt, genau. Ob das immer so stimmt. Ja, genau. Er hat die Woche, hat er schlecht geschlafen und hat geträumt, dass er 4 Tore gegen Heidenheim macht, Terodde kein Tor macht und er sich die Torjägerkanone quasi holt oder die Führung übernimmt. Du weißt, manchmal werden Träume wahr. Absolut. Ja, sehr gut. Also, was tippst du denn? Also, ich träume nicht. Hm? Ich tippe auf ein 3-1 für Kiel. Weil Kiel muss, weil Kiel aktuell Zweiter ist, mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz, nach unten sozusagen. Genau. Und Kiel braucht einen Sieg, um aufzusteigen, was sie auch nach der Saison verdient hätten. Und Kiel hatte unfassbar viele englische Wochen zuletzt, weil sie in Corona-Quarantäne waren. Jetzt haben sie mal eine Woche Zeit, die ledierten Waden massieren zu lassen und das wird nochmal den Schub geben. Und ich prognostiziere, Dursun macht das eine Tor. Vielleicht können wir in die Woche nochmal drauf ansprechen, ob er das Tor
spürt. Ja, ob er es spürt. Ich sage, dass Darmstadt auch in Kiel gewinnen wird. Echt? Ja, weil die Lilien sind einfach top unterwegs und ich glaube, dass die Woche den Kielern jetzt gar nicht gut tut, weil die haben verdammt viel Zeit darüber nachzudenken, was ihnen dann noch durch die Lappen gehen könnte. Und die Lilien, die sind gut am Start, die haben einfach Bock, die schnicken da rum und ich glaube, dass die auch in Kiel gewinnen werden. Mal gucken, wie dann der Rest wieder drumherum spielt, aber ich glaube, die packen das auch in Kiel. Was glaubst du? Also Ergebnis? 3-1. 3-1 für Darmstadt. Und Kiel geht dann nicht hoch? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie Fürth und so spielen, aber ich glaube, dass Darmstadt... Nordderby gegen Bremen, Relegation. Oh. Die Störche. Die Störche. Und das tippt der Promi. So, hatten wir eben schon Jan Orge Fjordtoft. Der tippt die Eintracht gegen Freiburg natürlich und der ist da trotz allem ganz positiv. Ein super Ergebnis und ich denke, dass wir dieses Spiel nicht nur gewinnen, aber wir gewinnen das mit vielen Toren. So, ich denke natürlich mit 3 Punkten und 3-1 gegen Freiburg zu Hause in dem letzten Spiel beim Bundesliga 21, guck mal, 2021, das ist richtig. Ja, welche Saison war das nochmal? Nee, aber cooler Typ, also ich bin super gespannt. Genau. Granny, danke, dass du hier warst. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem vermutlichen Sieg. Ich meine, vielleicht vergisst du ja noch die Tipps einzutragen oder so. Nee, habe ich gemacht. Ah, okay, verdammt. Und aber du weißt, wie es ist. In der neuen Saison werden wir dich jagen. Ja, dann sind wir die Jäger, okay. Dann bist du der Gejagte. Okay, okay, ja, dann muss ich meinen Kader nochmal verbreitern. Einmal gewinnen ist ja klar, aber das zu bestätigen. Das ja, ist die Kunst. Das ist die große Kunst und daran wirst du gemessen werden. Ja, und ich werde alles geben, um meinen Titel würdig zu verteidigen. Ich möchte hier auch in der letzten Podcast-Folge dieser Saison nochmal mich herzlich bedanken im Namen aller, die hier dabei sein durften, aller Kollegen und aller Promis, das mache ich einfach mal in Personalunion. Hat großen Spaß gemacht, uns allen dich hier immer wieder zu begleiten und dass du uns begrüßt hast und hat großen Spaß gemacht und war echt cool und immer sehr, sehr unterhaltsam und launig. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Hab auch Sachen über Kollegen mitbekommen, die ich selber noch nicht wusste vorher. Ja, stimmt. Ja, dass Kollege Eufinger als Kind immer bei Bruno Labbadia zu Hause war. Was? Man sieht einige Kollegen in einem ganz anderen Licht. In einem ganz anderen Licht, auf jeden Fall. Gut, liebe Grüße auch an euch da draußen. Jetzt ist erstmal Sommer und Podcast-Pause. Habt eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Ciao. FFH Tippspiel. Der Fußball-Podcast. Jede Woche neu. Bei uns im Web und in der App.